Ich möchte einmal darauf eingehen, warum wir nicht empfehlen, fertig überholte Turbolader zu kaufen im Austausch, weil es schneller geht. Es hat auch Nachteile. Mich haben die Kollegen aus der Werkstatt einmal gerufen und haben gesagt, ich soll mir das mal anschauen. Hier ist ein Turbolader, den uns ein Kunde geschickt hat zum Optimieren und wo er sich dachte, er spart mal ein bisschen Geld, weil er sich einen fertig überholten Turbolader kauft. Man spart damit Geld und Zeit, keine Frage. Geld weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Zeit. Weil wir Turbolader immer instand setzen, und zwar der Lader, der uns geschickt wird. Nicht irgendeinen anderen, sondern der, den ihr uns schickt, wird bei uns repariert. Jetzt möchte ich euch an diesem Beispiel mal zeigen, warum wir empfehlen, diesen Weg zu gehen und nicht einfach auf einen fertigen Turbolader zuzugreifen. Der Lader an sich ist jetzt hier noch zusammengebaut. Sie sind überall noch die Markierung dran von der Firma, die das gemacht hat. Alles schön und gut. Sieht auch sauber aus, keine Frage. Erste Sache, die mir auffällt, wir sehen hier, es wurde über das Typenschild rübergestrahlt. Um Zeit zu sparen, wurde das Schild nicht abgeklebt. Es wurde einfach komplett in der Strahlkabine gereinigt. Ebenso wie die Planflächen, die hier sind. Und naja, das Schild ist halt ziemlich schwer zu erkennen. Warum wurde hier so viel rumgestrahlt? Das sehe ich, wenn ich ein bisschen in den Verdichter reinschaue. Und zwar sind hier noch überall Einschläge. Diese Einschläge kommen von was auch immer der Turbolader vorher angesaugt hat, was diese Schäden am Verdichtereintritt erzeugt haben. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, wird auch wahrscheinlich funktionieren, wäre nicht unser Qualitätsanspruch und würde bei uns so wahrscheinlich auch gar nicht rausgehen. Drehen wir den ganzen Turbolader einmal um, sehen wir hinten Laufspuren des Abgasrades. Das heißt, beim alten Turbolader ist das Lager so weit ausgeschlagen gewesen, dass das Abgasrad an der Seite des Abgasgehäuses geschliffen hat und extrem tiefe Riefen hinterlassen hat. Mit solchen Riefen würden wir auch keinen Turbolader verschicken. Es bedeutet bei sowas auch, man kann es gar nicht reparieren, außer man würde jetzt ein Stage 3 daraus machen mit einem größeren Abgasrad. Und wir würden direkt zu einem neuen Turbolader greifen und eben nicht mehr den alten Turbolader instand setzen. So, und wenn man jetzt nochmal ganz tief hier reinschaut, dann müsst ihr mal, müssen wir mal schauen, ob wir das mit der Kamera darstellen können. Guckt man hier hinten durch, sieht man Laufspuren im Hitzeblech. Das Hitzeblech würde bei uns in jedem Fall erneuert werden. Wir würden nicht ein Hitzeblech mit Laufspuren wieder einbauen. Ich weiß nicht, wieso man sowas macht. Und dann nochmal ein Blick hier zur Seite. Vielleicht sehr schwer zu erkennen, sehen wir aber gleich nochmal. Die VTG-Steuerung da drin, die wurde offenbar noch nicht einmal angefasst, geschweige denn erneuert. Es sieht mir eher so ein bisschen danach aus, als wenn die gereinigt wurde und das war's. Sowas würden wir definitiv auch nicht machen. Ich nehme den jetzt mal mit in die Werkstatt, nehme euch auch mit. Wir zerlegen den Turbolader mal und gucken uns nochmal das Ganze im Detail an. Bevor wir den Lader zerlegen, um uns die VTG-Steuerung unter anderem anzuschauen, werden wir doch einmal schauen, was die VTG überhaupt macht. Und dafür spannen wir den Lader erstmal auf unserem Turbotester ein. So, der Kollege hat uns das gute Stück einmal eingespannt und wir schauen jetzt mal aufs Ergebnis. Oha. Ganz einfach erklärt, messen wir in drei verschiedenen Bereichen, die einen realen Fahrbetrieb simulieren. In allen Bereichen, wie ihr gerade gesehen habt, ist der Zeiger nicht im grünen Bereich. In zwei Messverfahren gibt es einen gelben Bereich, wo wir gerade so drin sind, ich glaube sogar gerade rausgewandert sind. Kurzum gesagt, der Turbolader würde weder vernünftig den Ladedruck aufbauen, noch die Leistung liefern, die er eigentlich liefern soll. Wir würden auch an der Stelle so ein Messergebnis nicht rausschicken. Uiuiuiui. Okay. Ja. Puh. Also, im Verdichtergehäuse sieht man hier sehr gut die Einschläge, die wir auch schon vorher gesehen haben. Hier drinnen sieht es gut aus. Allerdings wurde auch hier über die Planflächen gestrahlt. Ja, muss man nicht unbedingt machen. Und ja, hier sieht man nochmal die Riefen,
wo das Rad oder was auch immer da drin war, ein bisschen geschliffen hat. Und dann schauen wir uns aber mal, viel lustiger, noch das Verdichterrad hier an. Es ist normal, wir blenden das mal ein, es gibt normal Fräspunkte in so einem Verdichterrad, wo punktuell gefräst wurde. Aber das hier sieht mir danach aus, als wenn da irgendeiner mit dem Dremel nochmal versucht hat, was nachzufräsen. Zumal ich auch das Gefühl habe, dass das Rad dabei so ein bisschen verbogen wurde, aber ist wahrscheinlich nur eine optische Täuschung. Definitiv überhaupt nicht schön. Hier sehen wir jetzt schon mal das Hitzeschild mit den Einlaufspuren des alten Abgasrads. Das Abgasrad selbst ist neu. Aber hier sind natürlich ordentliche Riefen drin, was sich nicht so gehört. Die VTG an sich, würde ich jetzt behaupten, sieht mir nach einmal schön sandgestrahlt aus. Wenn Sie jetzt hier die Schaufeln angucken, die hier drinnen bewegt werden, die haben gefressen und sind auf jeden Fall nicht neu. Und das Gleiche sehen wir jetzt hier nochmal. Das sind die Risse, die wir im Abgasgehäuse hatten. Hier scheint einer mit dem Dremel die Riefen fest frei. Also ja, da werden wahrscheinlich irgendwelche Riefen oder irgendwas drauf gewesen sein, die jemand weggedremelt hat oder schlecht mit einer Fräse bearbeitet hat. Also die VTG-Schaufeln sind auf jeden Fall durch Hitze weggebrannt und nicht erneuert worden. So dürfen die definitiv nicht aussehen. Ich werde jetzt den Lader nicht weiter zerlegen. Was wir aber nochmal machen werden, ist die Rumpfgruppe auf der Wuchtmaschine einspannen und mal schauen, ob der überhaupt richtig rund läuft. Und ansonsten fassen wir den Turbolader jetzt nicht weiter an. Der Kunde wird von uns benachrichtigt, wie das ganze Ding aussieht. Das ist jetzt für uns Zeitverschwendung, da noch weiter ins Detail zu schauen. In Bezug auf die Wuchtung der Rumpfgruppe kann man sagen, das Ergebnis ist akzeptabel. Es entspricht nicht ganz unseren Vorstellungen, aber das ist was, womit man absolut leben kann. Wenigstens etwas an diesem ganzen Meisterstück. Im Fazit möchte ich nicht unbedingt alle anderen Instandsetzer schlecht machen. Das liegt mir fern, sowas zu behaupten, dass jeder das machen würde. Bloß ihr habt immer das Risiko, wenn ihr einen Turbolader einschickt, sagen wir mal, euer Turbolader ist nur leicht verölt, ihr schickt den ein, dass ihr einen anderen Turbolader, der ja dann über General überholt ist, wie es dann immer so schön heißt, zurückbekommt und der vielleicht so gravierende Schäden vorher hat, die Risse in Gehäusen oder irgendwas, was ihr nicht wisst, ihr vielleicht auch gar nicht seht, weil es innen drin liegt und dann einen eigentlich schlechteren Turbolader bekommt als General überholt. Das wollen wir euch ersparen, deswegen reparieren wir nur den Turbolader, den ihr uns schickt. Und bitte seht uns nach, wir lehnen öfter mal Turbolader ab. Ich kann verstehen, und es gibt auch böse Kritik manchmal von Kunden, wenn das dann nicht so richtig auf Verständnis stößt. Aber wir sind nun mal so, dass wir sagen, wir möchten einen hohen Qualitätsstandard abliefern und lehnen deswegen auch mal Turbolader ab, wo wir sagen, die sind zu stark beschädigt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was nahe bringen. Danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr euch auch mal unsere anderen Videos zum Thema Turbolader und Motorentuning anschaut und wenn ihr vielleicht noch den Kanal abonniert. Vielen Dank, bis bald.